So, hallo zusammen. Entschuldigt bitte den kleinen Hiccup, den ich gerade hatte, aber es lief noch auf dem anderen Rechner ein Backup und der hat meinen ganzen Upstream blockiert. Deswegen zweiter Anlauf. Willkommen bei meinem Stream. Ich hoffe, die zwei der Leute, die eben gerade den kurzen Fehllauf gesehen haben, melden sich auch gleich wieder hier. Und ja, ich will eigentlich direkt zum Thema kommen und nicht immer so lange rumschwadronieren. Und zwar habe ich länger nichts mehr von mir hören lassen, hat aber in der Zwischenzeit jetzt mal so zwei, drei Themen, die ich ganz gerne einfach mal ansprechen würde, ohne dass ich zu jedem Thema ein extra Video mache und ohne dass ich jedes von diesen Themen jetzt komplett aufrolle. Es geht aber um ein paar Punkte, über die ich sag mal, ich will es mal so formulieren, das sind einfach Dinge, die ich meinte zu wissen, die ich meinte gelernt zu haben oder zu verstanden zu haben, bei denen ich dann jetzt irgendwann mal rausgefunden habe, dass ich mich letzten Endes, ich sag mal, dass ich mich geirrt habe, dass ich etwas missverstanden habe, dass ich sag mal, bei etwas ja, rausgefunden habe, dass es doch ein bisschen anders ist, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Das ist ja grundsätzlich nicht schlimm und wahrscheinlich heißt das natürlich auch grundsätzlich nicht, dass alles, was ich jetzt wiederum wiedergebe, unbedingt in Stein gemeißelt ist oder sowas. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt wieder rausfinde, dass da vielleicht irgendwas nicht so richtig dran stimmt. Von daher geht es eher darum, über die Missverständnisse zu sprechen und mein aktuelles Verständnis zu vermitteln. Und ich rate euch oder ich möchte euch auch dazu anregen, dass ihr, wenn ich euch irgendwas erzähle oder wenn ich von irgendwelchen Dingen rede oder so, dass ihr euch natürlich auch immer selbst die, ich sag mal, die Quellen anschaut, wenn ich referenziere oder selbst eigene Recherchen betreibt und selbst auch versucht, das Thema nachzuvollziehen. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel berichte, in meiner Erfahrung hat sich das als besser erwiesen als das, ist das aus meiner Sicht an euch gemeint, eher, ich sag mal, einen Anhaltspunkt mal zu probieren, was ihr für Ergebnisse bekommt. Ja? Heißt natürlich nicht, dass ihr im Prinzip alle Fehler machen müsst, die ich gemacht habe, aber es das heißt natürlich auch nicht, dass alles, wie ich es jetzt mache und was ich jetzt mache, richtig ist. Ne? So viel dazu erstmal, weil ich befürchte, dadurch, dass ich hier so ein paar Themen, ich sag mal, als Missverständnisse deklariere, dass es ein bisschen kontroverser wird. Also, wie gesagt, das sind Dinge, die ich meine, falsch verstanden zu haben und von denen ich meine, jetzt ein richtiges Verständnis zu haben. Und ja, letztendlich, wir leben ja in einem postfaktischen Zeitalter, von daher kann jeder für sich entscheiden, was richtig ist. Und ja, mal gucken, wie weit ich komme und mal gucken, wie überzeugend ich bin. Fünf Dinge habe ich aufgeschrieben. Ne? Ist ja mal schön, wenn man so eine Zahl irgendwo reinschreibt. Ne? Bisschen, ich wollte nicht ganz so clickbaity sein und sagen, die Top 5 Missverständnisse oder sowas. Top 5 ist noch ein bisschen clickbaitiger als einfach nur fünf Dinge. Ist aber ganz schön, wenn ich versuche, es ein bisschen einzugrenzen und sage, es gibt fünf Dinge. So einen schrecklichen Schmierzettel, wo ich aber die Stichpunkte, die Schlagworte aufgeschrieben habe. Ich möchte mit dem allerersten, meiner Meinung nach mit Abstand wichtigsten Punkt eigentlich einsteigen. Das ist die Frage, warum wird heutzutage, ich sag mal, unter den Präzisionsschützen, Präzisionswiderladern praktisch ausschließlich vollkalibriert. Und auch den Begriff des Full-Length-Sizing, das Vollkalibrieren und dieses ominösen Shoulder-Bump oder Bumping, Bump-Sizing und sowas. Und versuchen das so ein bisschen in die Terminologie zu bringen und so ein bisschen ja, irgendwie versuchen, an einen Punkt zu kommen, wo wir alle die gleiche Sprache sprechen. Also, erstmal, es gibt so ein bisschen das Missverständnis, dass man sagt, wenn ich vom Halskalibrieren zum Vollkalibrieren gehe, dann verliere ich Präzision. Und ich mache quasi das Vollkalibrieren, ich nehme quasi den Präzisionsverlust in Kauf beim Vollkalibrieren, um irgendwas anderes zu gewinnen. Meistens geht es dann darum, ich gewinne zum Beispiel, meine Munition wird dann quasi witterungsunempfindlicher oder wenn sich jetzt, sagen wir mal,
immer wenn sich zum Beispiel jetzt Staub oder sowas ablagert und dass dann irgendwie noch Dreck mit in die Kammer kommt oder so, dass ich, dass das alles nicht mehr so schlimm ist und dass ich dann trotzdem noch den Verschluss zukriege. Kann, mag natürlich ein Faktor sein, vielleicht für Jagdmunition oder so, erklärt aber nicht, warum zum Beispiel auch die F-Class-Schützen oder die Benchrest-Schützen eigentlich durch die Bank weg voll kalibrieren. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel das, kürzlich das Interview mit dem Jack Neary sich angehört hat, wenn man irgendeinen Weltklasse F-Class-Schützen auf YouTube sich anhört, kommt man schon zu dem Eindruck, dass praktisch sowohl F-Class als auch Benchrest mittlerweile komplett durchgängig voll kalibriert. So, das sind jetzt Jungs, die jetzt nicht PIS schießen, wo jetzt nicht irgendwie die Waffen da durch den Staub und durch den Dreck gezogen werden, sondern die schießen, ich sag mal, sehr gechillt, in sehr, erstmal relativ sauberen Umständen. Jetzt, klar, ja, gut. Weht auch der Wind, ja, sandig und so. Aber, also, um zurückzukommen, was ist, ich will jetzt nicht sagen, was ist nicht der Grund, warum man voll kalibriert, sondern was ist der Grund, warum man voll kalibriert? Der Grund ist, man will einfach, man will Konsistenz erreichen. Ne? Ich will 100% konsistente Hülsen nach jedem Laden. Ich möchte im Prinzip nach jedem Schießen, nach jedem Schuss, möchte ich meine Hülsen wieder in einen 100% reproduzierbaren Zustand zurückversetzen. Und dieser reproduzierbare Zustand, der wird nicht erreicht, indem ich nach jedem Schießen den Hals wieder einziehe, sondern dieser reproduzierbare Zustand kann nur erreicht werden, wenn ich die gesamte Hülse wieder mitkalibriere. Das heißt, ich kalibriere die gesamte Hülse, aber, und das kommt jetzt dazu, wenn vom Full-Length-Sizing gesprochen wird, dann ist eigentlich impliziert immer, dass man die Schulter vorsichtig zurücksetzt. Ne? Das heißt, zwischen 1 und 3.000 ungefähr setze ich die Schulter zurück, einfach um die Materialbelastung für die Hülse möglichst gering zu halten. Trotzdem ist es wichtig und das ist Kern der ganzen Operation, dass ich die Dimension meiner gesamten Hülse wieder unter Kontrolle bringe, dass ich die Hülse von Hals bis, soweit es runter zum Hülsenboden geht, wieder in einen Ausgangszustand bringe. Das zweite Thema ist natürlich, wir wissen ja alle, dass sich Messing dass ein sogenanntes Work-Hardening stattfindet. Ne? Das Messing härtet mit jedem Verschießen, mit jedem Kalibrieren. Jedes Mal, wenn ich das Messing bearbeite, sei es beim Schießen aufweite, beim Kalibrieren wieder runter kalibriere, da härtet das Messing aus. Ne? Vor allem das Schießen ist eine sehr hohe Belastung für das Messing und führt einfach dazu, dass das Messing verhärtet. Ja, das kann man ja schön sehen. Hier oben den Hals- und Schulterbereich, den kann ich ja sehr schön glühen. Dieses Glühen macht im Prinzip dieses ganze Work-Hardening rückgängig. Das heißt, der gesamte Bereich hier oben, den kann ich quasi bearbeiten, so viel ich möchte, weil ich kann ihn immer wieder glühen. Und mit dem Glühen mache ich dieses ganze Work-Hardening rückgängig, setze es wieder zurück auf Null und kann hier oben wieder kalibrieren, aufweiten, wie ich Lust habe. Der gesamte Rest der Hülse aber, da kann ich das nicht so einfach machen. Und das heißt, der gesamte Rest der Hülse wird praktisch durch mein wiederholtes Schießen, wenn ich ihn nicht kalibriere, wird er durch mein wiederholtes Schießen immer weiter wachsen. Ne? Das heißt, nach dem ersten Schuss habe ich hier vielleicht einen Durchmesser von X, nach dem zweiten Schießen habe ich einen Durchmesser von X plus ein halbes Tausendstel, nach dem dritten Schießen habe ich dann plus ein Tausendstel, dann habe ich plus 1,5 Tausendstel. So, und dann gibt es ja eine ganze Reihe von Halskalibrierern oder ich sag mal von Leuten, die, weiß ich nicht, auf Halskalibrieren setzen, die dann sagen, ja, nach so 4, 5 Mal Halskalibrieren muss ich dann schon einmal voll kalibrieren. Ne? Das bedeutet jetzt im Prinzip, ich habe quasi eine Hülse, die ist jetzt 5 Schuss lang gewachsen und jetzt setze ich sie wieder oder jetzt versuche ich sie wieder zurückzusetzen auf also Zipmaß oder auf Matrizenmaß, ne? Was auch immer die Matrize für eine Konfession hat. Ne? Ja, es ist aber das Problem, jetzt habe ich es ja schon 5 Mal geschossen, die Hülse. Wie gut ist denn der Bereich hier unten jetzt überhaupt noch kalibrierbar? Reagiert er jetzt überhaupt noch auf meine Kalibrierung? Ne? Ich meine, eigentlich würde ich ja sagen, so nach 5 Mal müsste man das ja eigentlich mal glühen.
Ja, Problem ist, hier unten kann ich nicht glühen, ne? Ich will ja nicht, dass mir das Zeug hier, dass mir das Zeug dann wie Suppe unten aus dem Verschluss rausläuft bei Druck, ne? Bedeutet also, es ist auch wichtig, dass man von Anfang an, vom ersten Schuss an, immer wieder die gesamte Hülse zurück in mein Sollmaß bringt, ne? Ich hab das gemerkt, als ich umgestiegen bin vom Halskalibrieren auf das Vollkalibrieren. Das erste Mal Vollkalibrieren ist eine Tortur. Das, also weil einfach die gesamte Hülse über das wiederholte Schießen einfach stark gewachsen ist. Das erste Mal, wenn ich es voll kalibriere, ist es super schwierig, konsistente Maße hinzubekommen. Ich bin am Anfang verzweifelt, weil so viel Kraft aufgewendet wird, um die gesamte Hülse wieder zu kalibrieren, dass einfach unter diesem hohen Kraftaufwand dann teilweise auch die Shoulderbumps inkonsistent werden, ne? Weil natürlich einfach auch die ganzen Hebel, die ganzen Gelenke natürlich auch stark belastet werden. Und dann ist natürlich so ein Tausendstel Zoll oder sowas schwierig einzuhalten, ne? Das merkt ihr einfach. Nehmt einfach mal eine Hülse, die ihr 5, 6 Mal oder eine Charge Hülsen, die ihr 5, 6 Mal oder 3, 4 Mal Hals kalibriert habt. Versucht mal bei denen Shoulderbump hinzubekommen und guckt euch mal an, was da für eine Kraft aufgebracht werden muss, um die wieder ins Tippmaß zu bringen. Dann schießt die einmal und dann kalibriert die nochmal voll. Und dann werdet ihr sehen, es geht jetzt plötzlich deutlich einfacher, ne? Wenn die Hülse noch anständig auf das Kalibrieren reagiert. Wenn ich jetzt von Anfang an die Kontrolle behalte über die Dimensionen von meiner Hülse und von Anfang an voll kalibriere, dann habe ich die Probleme nicht. Ich werde jedes Mal, also ich werde ein leichteres Vollkalibrieren haben, einfach weil ich nicht so viel Wachstum in dem Körperbereich von der Hülse rückgängig machen muss. Und das wird mir es auch leichter machen, den Shoulder Bump konsistent hinzubekommen. Das ist, wie gesagt, etwas, wo Leute, die umsteigen mit ihrer Hülsencharge von Hals auf Vollkalibrieren, beim ersten Vollkalibrieren garantiert frustrierende Momente erleben werden, weil die Umstellung, das erste Kalibrieren, das ist schon happig, ne? Da macht es vielleicht Sinn, mit einer Bodymatrize erstmal drüber zu gehen und dann im zweiten Schritt, also bei der Bodymatrize nicht die Schulter zurückzusetzen, sondern nur die Hülse so mal zu kalibrieren, dann nochmal, also ja, ich sag mal mehrstufig, ne? Bla bla bla. Genau. Also, Full-Length-Sizing. Präzisionsverlust, wie gesagt, die Weltklasse-Benchrest und F-Class-Wettkämpfe werden mit Full-Length-kalibrierten Matrizen entschieden. Es ist, wenn es einen Präzisionsvorteil für Halskalibrieren gäbe, die Leute würden sich garantiert, die würden garantiert durchgängig neue Hülsen schießen. Die würden einfach für einen Wettkampf würden die sich einfach einen Satz neue Hülsen hinstellen, würden den Hals kalibrieren, wenn sie damit einen Wettkampfvorteil hätten. Ja. Entschieden werden die Wettkämpfe mit voll kalibrierten Hülsen. Es gibt keinen Präzisionsvorteil durch Halskalibrieren. Das ist in euren Köpfen und nicht in euren Patronenlagern. Ja. Zweites Thema ist, es geht hier nicht um irgendwelche Fehlertoleranzen oder ich sag mal, dass ich da irgendwie Sand im Lager haben möchte. Es geht darum, die Kontrolle über die gesamten Hülsendimensionen zu behalten, zu erlangen, zu behalten und ich sag mal, behalten. Ne? Guckt euch die Videos vom Keith Glasscock an. Keith Glasscock ist der wahrscheinlich erfolgreichste Schütze, der aktuell auf YouTube Videos macht. Ich glaube, drei oder also mindestens dreimal in Folge ist er jetzt Zweiter geworden bei den F-Class Nationals in den USA. Dreimal in Folge Zweiter. Ja. Einerseits natürlich frustrierend, andererseits der Erste war jedes Mal ein anderer. Ja. Sagen wir es mal so. Also, von daher, der hat ich glaube, ein 45-Minuten-Video, relativ trocken. Ich sag mal, man kann es sich besser anschauen als mein Video jetzt hier, aber ein trotzdem trockenes Video. Eines der informationsreichsten, abwechslungsreichsten, innovativsten Wiederladevideos, das ich gesehen habe. Er schreibt sehr interessant zum Beispiel auch zum Thema, der schießt die Hülsen beim ersten Schießen, wenn ihr quasi neue Hülsen bekommt. Ne, das ist auch ein Grund. Ach, ich schweife wieder ab, es tut mir leid. Geil, das machen wir in einem anderen Video. In einem anderen Video werde ich mal dieses Keith Glasscock-Video nochmal versuchen, zumindest meine Lektion aus diesem Video versuchen mit euch zu teilen. Er hat es vor kurzem wieder ein Video gebracht, wo ich kaum noch mitgekommen bin beim Mitschreiben geistig über das Thema Consistent Neck Tension. Ne? Sollte man sich auch angucken, fünfmal Notizen machen. Der Typ ist ein Prediger, also absolut genial. Genau. Von daher, eine Sache, die er zum Beispiel sagt, ist, wenn ihr eure Hülsen zum ersten Mal schießt, nehmt auf jeden Fall reduzierte Ladungen. Beim ersten Schießen ist die Hülse in ihrem Körperbereich am verformbarsten.
Wenn ihr da beim ersten Mal direkt eine Pressladung schießt, dann werden euch die Pockets, eure Zündglocken werden aufgehen, weil die noch weich sind. Ihr werdet hier unten Hülsenwachstum haben. Wenn ihr lange was von euren Hülsen haben wollt, fangt mit einer weichen Ladung an. Kalibriert dann einfach schön weiter voll und härtet eure Hülsen vorsichtig aus. Wenn ihr am Anfang direkt zwei harte Ladungen schießt, dann fallen euch noch drei, vier Mal wieder laden, fallen euch unten die Zündhütchen raus. Ne? Ist eine Sache, die mir passiert ist. Ich habe mit frischen Hülsen direkt Ladeleitern geschossen, zack, bis in Überdruck. Ne? Willst ja gucken, bis wohin das geht. Und hatte direkt dann einfach 5, 6 Hülsen, obwohl es gutes Lapor-Hülsen waren, hatte ich dann direkt 5, 6 Hülsen, wo dann die Zündglocken schon locker wurden. Ne? Einfach weil ich direkt frische Hülsen ans Limit gebracht habe. Ne? Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man Messing an sein Limit bringen sollte. Geht da langsam ran, lasst das Messing härten. Seid euch bewusst, dass das Messing aushärtet, nicht nur im Schulter- und Halsbereich, wo ihr es mit dem Glühen wieder rückgängig machen könnt, sondern über die gesamte Hülse und macht euch mal Gedanken, was passiert, wenn die Hülse hier unten wächst und aushärtet. Ne? Wie wollt ihr das wieder in den Griff bekommen? Behaltet es lieber von Anfang an im Griff. Ne? Kennt alle Dimensionen von eurer Hülse, lasst nicht die Hülse untenrum wachsen und sorgt nur dafür, dass oben wieder ein Geschoss hält. Ne? Gut, also deswegen. Zweiter Thema ist sowas hier. Ne? Tja, ich lese was von Bumpsizing, denke mir als allererstes Bumpsizing. Ich habe mir drei Matrizensätze für drei Forster Bumpsizing, Necksizing, Bushing, Dingstar Kits geholt. Das Thema verfehlt, sage ich zu den Dingern nur. Es tut mir leid. Das habe ich auch gesehen, es gibt irgendwelche Triebelmatrizen, die jetzt irgendwie auch wieder nur die Schulter zurücksetzen sollen. Ach man, wie kann Triebel nur immer so am Markt vorbei produzieren? Jetzt wollen sie ja groß in die USA exportieren und haben immer noch kein haben noch keine, also die wollen eine Setzmatrize verkaufen für $200-300 und haben immer noch keinen Mikrometeraufsatz mit 1000stel Zoll Verstellung. Ja? Die haben nur ihre komische Wählscheibe da mit Zehntel Millimetern oder. Ja, also hier, Thema verfehlt. Die Dinger kann man vielleicht verwenden, wenn ich jetzt quasi erstmal mit einer Bodymatrize den Körper mache und dann hiermit noch den Bump mache, klar, in einem mehrstufigen Prozess, aber als einziges Resizing, das bringt mir nichts, es bringt mir nichts, wenn ich die Hülse stauche, es geht darum, ich muss diese Dimension hier, diesen Bereich hier, den muss ich unter Kontrolle halten, ja, und da bringt es mir nichts, wenn ich diesen Bump hier oben messe und irgendwie die Hülse zusammengeschoben habe, weil das im Prinzip nur Teil der Sache ist. Ne? Das ist zu kurz gedacht. Und ich habe selber diesen Fehler gemacht. Ich habe mir das geholt, 6,5, in 3,08, in 2,23 und musste dann relativ schnell feststellen, dass es nicht ist, das ist, worum es geht beim Full-Length-Sizing. Und dass dieses, deswegen sage ich auch nicht Bump-Sizing dazu. Ja? Ich sage Full-Length-Sizing mit Shoulder-Bump. Okay, also, ja, genau, gut. Genug zu diesem Thema. Erste Stunde schon rum, 20 Minuten. Okay, ich schwöre, die anderen Punkte werden kürzer. Ja, aber ich wollte erstmal die hohe Aufmerksamkeitsspanne, bevor ihr euer zweites Bier aufgemacht habt, nutzen, um das nochmal zu verbreiten. Es ist nicht irgendwie, dass ich sage. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr das anders seht, soll mir recht sein. Ich meine es gut, ja, mit euch. Ich sage es nur, weil ich es selber gehört habe, es selber nachvollzogen habe und weil es einfach, es wird so gemacht, ja, macht es einfach so, wie die Leute machen, die gewinnen, ja. Gut, also, Hülse weg. Zweites Thema, Lanolin Loop, ne, Lanolin Loop, ja. Beziehungsweise ganz allgemein das Thema Schmiermittel, ja? Da gibt es ja auch noch andere. Gibt es noch das Zeug hier, dann gibt es noch das Zeug hier, dann gibt es noch das Zeug hier. Also, Schmiermittel. Wenn ihr anfangt, also für mich hier, ne, als Halskalibrierer Schmiermittel, egal, ne? Hier wegen mir, ach, keine Ahnung, völlig egal. Einfach, da reicht es ja, wenn ich einen Popel auf den Hals schmiere, damit dann ist es schon genug geschmiert. Wenn ihr aber anfangt und wollt Full-Length-Sizing mit einem präzisen Bump machen, dann werdet ihr relativ schnell an den Punkt kommen, wo ihr Unterschiede merkt im Shoulder Bump, basierend darauf, wie gut eure Hülsen geschmiert sind.
welches Schmiermittel ihr verwendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Schmierding nehme, ne? Hoffentlich ist es hübsche. Hoffentlich ist es hübsche. Jetzt schäme ich mich gleich. Guck mal. Nee, ich habe auch eins, das benutzt ist, ja. Also wenn ihr so ein Schmier nehmt, da liegt da die Hülse drauf, reibt die drüber, dann habt ihr einen Satz, kalibriert den. So. Dann nächster Satz Hülsen. Wieder drauf, drüber, kalibrieren. Und dann irgendwie so ab dem vierten Satz oder sowas, der erste Satz, ne, ich habe jetzt hier frisch Schmiermittel drauf gemacht, schön verrieben. Erster Satz geht Butter, zweiter Satz geht gut, dritter Satz geht so lala, vierter Satz fängt dann plötzlich an, schwierig zu werden. Also muss ich wieder Schmiermittel drauf machen, wieder der erste Satz super, zweiter Satz mittelmäßig. Habe relativ schnell gemerkt, dieses ganze Kalibrieren, diese ganzen Einstellungen, die ich an der Matrize mache, die sind auch super schmiermittelabhängig. Es kommt darauf an, was ich für ein Schmiermittel nehme, wie ich es auftrage, und ob ich jetzt die erste Reihe drüber rolle, die zweite, die dritte. Das ist einfach sehr empfindlich. Ich versuche eine sehr kraftaufwendige Operation zu machen mit einer sehr hohen Präzision. Wenn da die Schmierung nicht hundertprozentig stimmt, dann haben wir wieder diesen Effekt, dass die ganzen Gelenke von meiner Presse einfach stärker an ihr Limit gebracht werden. Ein bisschen Flex ist immer drin, ne? Und dann einfach bei der schlechter geschmierten Hülse dann am Ende einfach Tausendstel mehr drin steht. Ne? Jetzt, wo ich das Thema, mittlerweile habe ich das Thema wirklich gut drauf. Meine Hülsen sind alle mehrfach voll kalibriert. Ne? Das heißt, ich habe nicht mehr dieses Problem, dass ich halskalibrierte Hülsen überhaupt erstmal wieder an Bord holen muss in die Vollkalibrierung, sondern ich habe frisch geglühte Hülsen. Die sind, ich sag mal, die haben wie gesagt nur einen Abschuss, den sie nachkalibrieren müssen. Ich habe das Schmieren gut im Griff. Ich sag mal, mittlerweile, man sollte in den Bereich kommen von maximal plus minus ein halbes Tausendstel auf einem guten Messschieber. Wenn ich plus minus ein Tausendstel habe, dann ist schon, das ist schon so eine Sache, wo ich sagen würde, guck mal genauer hin. Ne? Idealerweise eigentlich, man sollte es anstreben oder man kann es anstreben mit einem konsistenten Ablauf, dass man aufs Tausendstel genau ist und vielleicht plus minus mal ein halbes Tausendstel hat. Ne? Dann kann man wirklich happy sein, dass ich denke mal, es ist aber erreichbar, ne? Es ist nicht unrealistisch. Anfangs habe ich auch mehr Abweichungen gehabt. Unter anderem habe ich dann als eine Fehlerquelle ausgemacht, das Schmieren. Ne? Gibt Leute, die nehmen gerne dieses Imperial hier, ne? Use very sparingly. Ich habe es aber, ich habe schon viel davon verwendet. Ist ein super Schmiermittel, aber ich bin ein fauler Sack. Ne? Ist mir zu viel Arbeit. Also suche ich was zum Aufsprühen. Ne? Dass man das hier zum Beispiel jetzt mit Isopropanol aufsprühen kann, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Also gab es ja jetzt auch den Vorschlag. Kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht bewerten. Von daher, da würde ich nicht so sagen, kann sehr gut funktionieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr gut funktioniert, weil das, glaube ich, ein gutes Schmiermittel ist. Und natürlich die Wasserlöslichkeit davon ein echter Gewinner ist. Ne? Echtes Argument, ne? Hab aber, wie gesagt, ich hatte dann schon einen anderen Weg gefunden, wie ich es mache. Und zwar bin ich bei diesen ganzen Lanolin- oder Wollfett-Schmiermitteln gelandet. Ne? Das gibt es ja einmal ganz klassisch von Dillon. Ne? Dillon, das Dillon Spray Loop da, das ist ja im Prinzip ein Lanolin-Loop mit Isopropanol. So, und dann gab es ja mal die legendären 6-5 Guys auf YouTube, die das dann quasi zum Selbstmachen. Ich sag mal, verbreitet haben, ne? Das 6-5 Guys Loop, wo ich mir dann einfach ein flüssiges Lanolin nehme. Ne? In den USA kommt man ja relativ einfach an flüssiges Lanolin. Entschuldigung, ich muss kurz was umstellen. Und das flüssige Lanolin kann man dann super einfach mit Isopropanolalkohol verdünnen. So. Jetzt ist jemand mal auf die Idee gekommen zu sagen, das flüssige Lanolin gibt es in Deutschland nicht. Also nehme ich einfach das Lanolin, was ich in Deutschland kriege. Das ist diese Lanolin-Paste. Ich habe es jetzt blöderweise nicht hier. Ich hab mir so ein Tiegelchen geholt. Dann koche ich diese Lanolin-Paste auf. Also schmelzt die quasi dann und dann verdünne ich sie mit Isopropanolalkohol und dann bleibt die auch flüssig und dann habe ich quasi ein ganz tolles Lanolin-Sprühfett auf deutsche Art. Also ich rede jetzt von meiner persönlichen Erfahrung. Meine persönliche Erfahrung mit dem Zeug ist einfach nur scheiße. Das Problem ist, wenn das Isopropanolalkohol, wenn das verdunstet, das Zeug, wie es ja soll,
dann bleibt das zurück, was ich vorher geschmolzen habe. Und zwar eine wachsartige, pastöse, also eine Wachs, wie so eine pastöse, wie eine wachsartige Paste oder ein ganz dünner Wachsfilm da auf den Hülsen. Schmiert zwar relativ gut, also es schmiert okay, es schmiert nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber das größte Problem ist, das Zeug wieder runterzubekommen, ist eine Qual. Also ich habe wirklich, ich muss da wirklich mit harten Lösungsmitteln rangehen. Also mit harten Lösungsmitteln meine ich jetzt sowas wie diese, weiß Gott was, Zitronensäure zum Beispiel. Oder halt lange Behandlungen mit Seife. Und also ich hab ein LEM, ich schmeiße 100 Hülsen in den LEM, das ist wirklich nicht viel. Und lasse den dann laufen. Ne? So, und dreiviertel Stunde der LEM laufen lassen, mit warmem Wasser und mit Seife, Geschirrspüli, hat nicht gereicht. Ne? Die Hülsen fühlen sich danach gut an, man trocknet die, aber wenn man da mit dem Finger mal so feste drüber reibt, dann bleiben so kleine Fett, also da merkt man, es ist noch Fett, dieser Wachsfilm ist noch drauf, der ist so schwer runterzukriegen, es ist so nervig. Und gerade dieses fettige, wachsige Zeug, das will ich auf keinen Fall in meinem Patronenlager haben, es hat mich verrückt gemacht. Mittlerweile habe ich das Zeug komplett abgeschrieben. Und zwar, ich glaube einfach, dieses pastöse Wollfett ist die falsche Basis. Die Amis haben natürlich ein flüssiges Lanolin genommen. Und wenn jetzt das Isopropanol verdunstet, dann bleibt ein deutlich flüssigeres Schmiermittel drauf zurück. So, habe ich auch gefunden. Ne? Also das hier ist zumindest etwas flüssiger. Ne? Habe ich mir von so einem Ami-Shop bestellt, der heißt pipingrock.com. Der Witz ist, habe ich mir bestellt. Hab ich mit drei Flaschen direkt geholt. Ne? Pure Liquid Lanolin. Kann man sich ja kaufen. Blöderweise habe ich nie benutzt, weil mir hatte jemand anders den Tipp gegeben. Verdammt, Mann, ich weiß es nicht mehr wer. Fluid Film. Ja? Das gibt es ganz easy in Deutschland. Der Eimer kostet hier irgendwie, das kostet Appel und Ei, ich weiß nicht, 20, 15, 20 Euro. Aber super billig. Ne? Korrosionsschutz auf Wollwachsbasis ohne Lösungsmittel für den bla 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 bla. Also es ist irgendein. Frostschutzmittel, das soll eigentlich, damit werden irgendwie Hohlräume ausgesprüht oder so. Ah, stinkt auch echt nach Schaf, ne? Also der Geruch ist nicht, ja, der ist jetzt nicht schlimm, aber es riecht schon so ein bisschen nach Tier, ne? Also es ist jetzt nicht irgend so ein Kosmetikprodukt, ne? Dafür kostet es wirklich nichts. Man kann das auch super mit Isopropanol mischen. Ach, Moment, das zeige ich euch mal. So sieht es aus mit Isopropanol gemischt. Muss man immer so mal aufschütteln, bevor man es verwendet. Ne? Dann hat man das so in so einer Form. Und lässt sich super aufsprühen. Kostet ein Appel und Ei. Zum Mischen muss man es auch erwärmen. Ne? Also man muss es zwar nicht so komplett schmelzen wie diese Paste. Man muss es aber erwärmen, damit sich das ordentlich mischt. Aber das ist halt, ich sag mal, relativ easy. So. Aber das Zeug, das bleibt auch nach dem Trocknen eher. Wie so ein Öl, ich sag mal, wie so ein bisschen Fett auf den Hülsen. Ne? Schmiert super, also wirklich fantastische Schmierung. Gibt ein bisschen Sauerei, also das ist einfach so, ne? Weil es halt einfach nicht so ein Wachs ist, sondern weil es halt wirklich ein bisschen Fett ist. Und es geht super gut wieder runter. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, das wieder runterzukriegen. Wie mache ich es runter? Ich mache irgendwie, ich glaube, so einen Schuss. Also es geht mit Spüli alleine runter. Ich sag mal Viertelstunde im LEM. Aber ich mache meistens einen Schuss, so ein Backofenreiniger ist das. Das ist im Prinzip einfach nur ein Fettlöser. Sehr effektiver Fettlöser. Mache ich einen Schuss von diesem Fettlöser in den LEM und dann ist er wirklich nach 10 Minuten eigentlich sind die Hülsen schon gut. Das heißt, ich muss die nur sehr kurz reinigen und kriege dann nicht mehr hier solche Blinkehülsen, sondern ich kriege das, was ich heutzutage anstrebe. Und das sind quasi eher Hülsen, die nicht so blitzeblank sind, ne? Weil blitzeblankes Messing hat eine sehr hohe Tendenz dazu, hohen Setzwiderstand zu erzeugen im Hals, ne? Da müsst ihr die Hälse wieder schmieren. Egal, lange Geschichte, ich will nicht ablenken. Also, von daher, wenn ihr anfangt, oder wenn ihr Probleme mit eurem Shoulder Bump habt, ne? Wenn ihr Probleme habt, die Schulter zurückzusetzen, präzise, oder andere Präzisionsprobleme bei Umformungs- oder Kalibrierungsoperationen, hinterfragt kritisch, was für ein Schmiermittel ihr nehmt. Überlegt euch gut, ob dieses wachsartige, ich sag mal, deutsche Lanolin-Spray euch
sag mal, euch gute Dienste leistet oder ob es eher Probleme macht. Also, sorry, ich habe den Mist mal zur Seite gestellt. Und vor allem guckt euch nach der Reinigung mal kritisch die Hülsen an. Ne? Es ist, die Hülsen, die fühlen sich eigentlich gut an, aber die müssen ja eigentlich quietschen. Ne? Ich mache hier. Quietsch endlich, kleine Sau. Nur Spaß. Ne? Nee, also, ja, wenn die bisschen frischer sind, dann quietschen die ein bisschen mehr. Ja? Also normalerweise, also man merkt schon einen Unterschied, ob da was drauf ist oder nicht. Aber man muss schon wirklich richtig dran reiben, um dann zu merken, dass dass so ein Rest von diesem Wachs immer noch da drauf ist. Man sieht das meistens, wenn die Hülsen so ein bisschen schmutzig sind und man reibt drüber und dann bleibt wie so ein kleiner Dreckfingerabdruck zurück. Ne? Hier bleibt nur so ein kleiner, ich sag mal, so Hautfettfingerabdruck zurück. Ne? Aber wenn da so ein richtig kleiner Schmutzfingerabdruck zurückbleibt, dann habt ihr den Scheiß immer noch auf euren Hülsen und dann überlegt euch gut, ob ihr das jetzt mit 4000 Bar in eure Patronenlager abdrücken wollt. Ne? Gut, weiter geht's. Und zwar das nächste Thema, ja genau, ein weiteres Thema, was glaube ich, das ist wirklich etwas, was massiv missverstanden wird, ist das Thema Trimmen und Entgraten. So. Trimmen und Entgraten ist ja für die meisten Widerlader, mit denen ich so rede, etwas, das macht man im Prinzip nach dem ersten Sizing. Ne? Ich verschieße meine Hülsen, ne? Erstes Verschießen, dann bringe ich sie nach Hause, dann bringe ich sie jetzt auf mein Gardemaß, ne? Entweder Halskalibrieren oder Vollkalibrieren oder Bump oder wie auch immer. Ich kalibriere sie. Jetzt habe ich die Hülsen quasi, sind sie alle in meinem definierten Zustand. Und jetzt gucke ich, jetzt trimme ich die Hülsen. Ne? Jetzt gehe ich zum Beispiel hin, guck zum Beispiel, was ist Zipmaß oder was ist mein, ne, bei Winchester, bei 308 Winchester zum Beispiel ist mein Standardmaß zum Beispiel 2,005 Zoll. Ne? 2,005 Zoll ist so mein 308 Winchester-Maß. Ne? 1,905 Zoll ist bei 6,5 Creedmoor oft so mein Wunschmaß. Ist nichts, was ihr euch abgucken müsst, ist einfach was ich so persönlich mache. Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel einen höheren Schulterabstand habt, höheren Verschlussabstand habt, dann müsste es vielleicht 2-3 Tausendstel mehr sein. So, also, dann trimme ich die Hülsen alle auf die gleiche Länge. Nach dem Trimmen muss ich sie natürlich noch entgraten. Also dann innen und außen entgrate ich die Hülsen noch. Damit ist das Thema durch. Ne? Jetzt kann ich nach 5, 6 abschießen, nach 5, 6 Mal schießen oder sowas, messe ich nochmal durch, gucke, ob die Hülsen gewachsen sind oder so, vielleicht auch schon noch 3, 4 Mal abschießen. So, und dann trimme ich vielleicht nochmal. Jetzt gucke ich mir aber an, die ganzen Amis, ne, unsere ganzen F-Class-Freunde und wer auch sonst noch irgendeinen Namen hat, die sagen immer, die haben ihre Reloading-Prozesse ja alle relativ gestreamlined, aber egal wie man sich anguckt, alle trimmen nach jedem Schießen. Ne? Das Trimmen gehört bei denen zum Wiederladeprozess immer dazu. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich so richtig verstanden habe, was da dahinter steckt. Weil ich habe immer gedacht, es geht ums Trimmen. Also es geht darum, tatsächlich die Länge zu kontrollieren. Aber das ist nicht der. Also natürlich ist es auch gut, wenn man die Länge im Griff behält, aber ob die Hülse jetzt mal 2-3 Tausendstel länger ist oder so, das ist nicht das große Problem. Der wichtigste Punkt eigentlich an der Sache ist, die benutzen auch fast alle oder die benutzen praktisch alle einen Trimmer, der gleichzeitig entgratet. Und was ich auf jeden Fall vor jedem Laden einer Hülse machen sollte, ist mindestens das Innenentgraten des Hülsenmundes. Mittlerweile mache ich das, wenn ich hier mal gucke, das sind zum Beispiel ein paar Hülsen von mir, die ich vor einer Weile schon kalibriert habe, die ich nicht entgratet habe. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber was man hier zum Beispiel sieht, die Hülsenhälse, ja, da. Also, die sind ja schon, da ist kein, da, also die wurden garantiert vor dem Laden hier, die habe ich zum zweiten Mal geschossen, vor dem Laden wurden die garantiert getrimmt. Ich glaube, die schieße ich jetzt zum zweiten Mal. Und auch innen entgratet, aber nach einmal abschießen schon. Nach einmal abschießen. Gucken wir uns mal ein paar an, die habe ich garantiert. Die habe ich einmal abgeschossen. Und die habe ich vorher, habe ich die entgratet. Nach dem Schießen ist von dem Entgraten nichts mehr übrig. Das ist oben relativ raue Oberfläche. So. Und das muss ich vermeiden. Ich will nämlich, wenn ich jetzt mein Geschoss setze, ja, dann habe ich hier einen sehr hohen Kraftaufwand, das Bowtail oder ich sag mal, was auch immer mein Geschossboden ist, diesen Boden überhaupt erstmal in dieses Untermaß hier zu bekommen.
Und das passiert in diesem Bereich hier. Und wenn dieser Bereich hier rau und ich sag mal, vielleicht sogar noch eine kleine Detsche drin hat oder sowas, dann passiert nämlich Folgendes: Dann schneidet der mir hier in den Mantel oder raut im Prinzip direkt hier unten das Geschoss auf. Raut im Prinzip beim Setzen schon ganz am Anfang das Geschoss auf und sorgt dann dafür, dass das Geschoss beim Setzen, ich sag mal, abweichende Setzkräfte bzw. abweichende Außenwiderstände erzeugt, einfach weil ich hier eine aufgeraute Oberfläche erzeuge. Wenn ich jetzt hingehe, na, ich habe hier so einen kleinen Entgrater, ich mache das jetzt mal kurz, ups, gib mir eine Sekunde, ich habe hier so ein kleines Setup, wo ich sowas schnell nacharbeiten kann, wenn ich sowas mal nicht in Ordnung gemacht habe. So, wenn ich das jetzt ordentlich, ne, innen entgratet habe, ne, hier sieht man das so ein bisschen. So, dann ist dieser Erstkontakt, ne, dieser Übergangsbereich hier, in dem das Geschoss da reinkommt, ist erheblich freundlicher dem Geschoss gegenüber. Ja, deswegen versteht dieses Trimmen vor jedem Laden, vor allem wenn ihr jetzt nicht irgend so einen Supertrimmer habt, der auch gleichzeitig innen und außen entgratet, versteht das so, dass ihr zumindest das Innenentgraten vom Hülsenhals vor jedem Geschosssetzen durchführt. Das ist essentiell, wenn man seine Setzkräfte konsistent halten möchte und seine Setz- und seine Ausziehkräfte und wenn man seine Geschosse vor allem nicht beschädigen möchte. Das ist eine der großen Lektionen, die ich gelernt habe, nachdem ich meinen K&M Arbor-Presse bekommen habe, mit den Wilson-Matrizen, und dann mir angeguckt habe, wie die Setzkräfte sind. Ne? Du hast manchmal Setzkräfte, die reißen komplett aus, und das liegt dann daran, dass zum Beispiel hier so eine kleine Macke drin ist und dann so eine kleine Macke hier in das Geschoss schneidet. Ne? Zum Beispiel. Das merkt ihr dann, wenn ihr dann das Geschoss zieht, dann ist der Bereich, der im Hals gesessen hat, ist komplett verkratzt. Und das muss wirklich nicht sein. Ja? Deswegen, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, was einfach nur geil ist, sage ich euch. Ich habe hier drüben, Mist, ich habe jetzt meine zweite Kamera nicht vorbereitet. Ich habe mir so einen kleinen Prozess gemacht. Ich habe eine alte Hornady Lockenload AP und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache einfach das Sizing, mache ich auf einer Single Stage, ne, damit der Shoulder Bump auch wirklich stimmt. Das habe ich auf der Hornady nicht so gut hinbekommen, wie ich mir es gewünscht habe. Aber ich jage danach die Hülsen einfach schön mit Hülsenfeeder und sowas. Ne? Ist ja dann super einfach zu machen. Jage ich einmal durch die Lock'n'Load AP und in der Lock'n'Load AP steht dann halt mein Expander. Ne? Also mein Aufweitdorn, ne? Mein Expander Mandrel. Und dann habe ich einfach auf die Station dahinter, habe ich dann einfach, Moment, wo ist es? Super vorbereitet. Habe ich dann einfach hier diese billigen Lee Quick Trim Matrizen reingepackt. Man muss hier unten die, man muss die Matrizen hier unten, die muss man ordentlich mal zusammenschleifen, damit die in diese Horne, die, also damit die in der, auf der Horne die Presse funktionieren, weil die sonst nicht in die Ausschnitte in der Shellplate passen. Ne? Also man muss die hier so ein bisschen zusammenschleifen, das ist ein bisschen übel. Aber was passiert? Diese Quick Trim Deluxe hier der hat nämlich hier gleichzeitig auch noch einen Innen- und Außenentgrater mit dran. Also mir geht es jetzt quasi nicht darum, dass ich meine Hülsen dann auf dieser Hornady Presse, ich würde auch nicht empfehlen, Langwaffenhülsen mit diesem Quick Trim hier in großen Mengen zu machen, ne? Weil dieser Quick Trimmer, der kann in großer Menge Kurzwaffenhülsen mit den dünnen Wänden, also die dünnwandigen Kurzwaffenpatronen, kriegt er ganz gut hin in größerer Menge. Bei so, ich sag mal, bei Langwaffenhülsen, da macht die Materialstärke dem armen Ding schon, setzt dem schon ordentlich zu. Wofür das Ding aber richtig geil geeignet ist, ist nach jedem Laden einfach mal kurz alle Hülsen durchjagen, einmal kurz mit dem Akkuschrauber drüber gehen, dann nehmt ihr oben vielleicht ein, zwei Tausendstel ab vom Messing, das ist okay. Und dann wird vor allem leicht innen und außen entgratet. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das sind zum Beispiel Hülsen, die ich da durchgejagt habe, ne? Und da sieht man jetzt zum Beispiel, die sind innen und außen leicht entgratet. Ihr seht so einen kleinen Goldring, das schimmert so ein bisschen. Ne? Der Rest vom Hülsenhals ist relativ dunkel. Und da seht ihr so einen kleinen Goldring, innen und außen entgratet. Und das macht super viel aus. Also das alleine macht schon super viel aus. Kostet quasi nichts, weil ich sowieso
die Hülsen alle über die Hornet Lock and Load jage. Und weil ich sowieso auch, ich sag mal, ein bisschen Dwell Time haben möchte im Expander, also die 1-2 Sekunden pro Hülse machen mir da nicht viel aus. Und eine super kostengünstige Alternative, mit der ich massenhaft Hülsen schnell, unkompliziert innen und außen grob entgratet bekomme. Natürlich ist es jetzt nicht so gut entgratet wie auf einem hochklassigen Trimmer oder mit einem speziellen VLD-Innenentgrater oder sowas. Aber ich habe zumindest das Problem mal, ich sag mal, zu 80% getackelt, dass ich meiner Hülse, dem Übergangsbereich, wo die Hülse in den Hals geht, dass ich den auf jeden Fall erstmal empfangsbereiter gemacht habe für das Geschoss. Ja. Gut. Das war Thema Nummer 2. Nein, das war Thema Nummer 3. So. Kommen wir zu Thema Nummer 4. Und zwar die Hebelbetätigung der Presse. Das war ein Thema, also da musste ich wirklich viel dazu lernen. Und zwar war ich bin da halt relativ unbedarft rangegangen und habe da einfach meine Lektionen gelernt. Meine ursprüngliche Mentalität war so ein bisschen gewesen, mit Kraft nehme ich das Spiel aus dem ganzen System und erzeuge dadurch Konsistenz und Präzision. Also quasi Hebel von der Presse runtergedrückt und dann einfach mal kurz auf den Hebel draufgelehnt. Nur so, um sicher zu gehen, dass wirklich alles Spiel rausgenommen wird. Das habe ich relativ lange so gemacht und habe nie so wirklich gute Ergebnisse damit gehabt. Man hat mal gute Ergebnisse damit, aber dann hat man auch wieder wirklich gemischte Ergebnisse damit. Es gibt wahrscheinlich Pressen, die damit besser umgehen können als andere. Schlussendlich glaube ich nicht, dass es irgendeiner Presse gut tut, wenn man wirklich mit Kraft am Anschlag arbeitet. Natürlich kann man am Hebel Kraft aufbringen, wenn man die Operation oder die Arbeit leistet, dann kann man natürlich seine Kraft aufbringen. Aber man sollte nicht die Kraft aufbringen, wenn der Hebel am Anschlag, die Presse am Anschlag ist. Und wo habe ich das gelernt? Das habe ich gelernt auf meiner Dillon 550. Auf meiner Dillon 550 hatte ich mir nämlich oben in so eine Hornet die Setzmatrize, statt dem Setzstempel habe ich mir dann so eine Messuhr reingeschraubt. Und diese Messuhr hat im Prinzip einfach auf der vierten Station, der letzten Station, hat die quasi dann einfach nochmal über den Messstempel, hat die praktisch meine Setztiefe nochmal kontrolliert. Es ist super schön, weil ich spare mir im Prinzip, ich kriege im Prinzip von jeder Patrone automatisch einmal die Setztiefe gemessen. Aber natürlich, wir kennen das, das ist ja so ein System, das heißt, ich messe natürlich nicht nur die Setztiefe, sondern ich messe natürlich auch die Position von dem gesamten Hülsenteller. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel den Hülsenteller ein bisschen höher in die Presse reindrücke, dann misst der mir natürlich ein anderes Ergebnis. Ne? Also, ja. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, wenn ich jetzt mit zwei Fingern den Hebel bis runter gedrückt habe und einfach nur den Anschlag gesucht habe, dann habe ich damit das konsistenteste Ergebnis bekommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch Druck auf den Hebel angewendet habe, dann ist im Prinzip meine Setztiefe, ich sag mal so, die gemessene Setztiefe ist wieder gesunken. Sprich, ich hatte quasi eine Situation, wo dann quasi der Hülsenteller sogar wieder runtergegangen ist. Und wenn man genau hinguckt, hat man auch gemerkt, man hat dann sogar noch ein bisschen Drehung da induziert. Also ich habe da einfach an der Stelle gemerkt, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Wenn du jetzt ohne Kraft, also wie gesagt, wenn ich die Arbeit aufbringe im Hebelweg, dann natürlich ein bisschen Kraft, aber wenn ich im Prinzip den Hebel einfach sanft an den Anschlag bringe, dann ist das deutlich konsistenter, als wenn ich mit Kraft den Anschlag, ich sag mal, suche oder drücke. Und das habe ich dann auf diverse andere Pressen übernommen, zum Beispiel meine Forster Coax oder meine Prezi-Press oder meine Rockchucker. Und ich bin mit all diesen Pressen deutlich besser gefahren. Deswegen mein Tipp, die Hebelbewegung, die ihr bei eurer Presse macht, ist ein essentieller Bestandteil, dabei konsistent gleichmäßige, wiederholgenaue Munition zu erzeugen. Ja.
versucht, die Bewegung gleichmäßig hinzubekommen. Und jetzt noch ein weiterer ganz interessanter Punkt. Das ist eine Sache, die auch wieder der Keith Glasscock sehr deutlich gesagt hat. Diese sogenannte Dwell Time, ne? Ich sag mal, man wird es auf Deutsch sagen, die Aufquellzeit quasi. Hülsen, also Messing fließt. Wenn ich Messing bearbeiten möchte, dann muss ich ihm einen Moment geben, um zu fließen. Ne? Es gibt jetzt Leute, die zählen bis 10 oder bis 5 oder sowas. Ne? Ich bin da ein bisschen zu ungeduldig. Ne? Ich sage meistens 21, 22. Ne? Jetzt nicht, als würde ich Sekunden zählen, sondern ganz entspannt 21, 22 und wieder runter. Das heißt, Hebel bis zum Anschlag unten, den Anschlag suchen, aber den Anschlag nicht gegen den Anschlag drücken. 21, 22 zählen und dann den Hebel wieder zurück. Gleichmäßig, schön gleichmäßig. Gebt der Hülse in der Matrize einen Moment Zeit. Ne? Nicht runter und wieder hoch. Ne? Also nicht quasi die Hülse reinrammen und wieder rausziehen, sondern lasst die Hülse, wie gesagt, so 2, 3 Sekunden in der Matrize drin, dass sie ein bisschen fließen kann. Das gleiche beim Aufweiten. Ne? Wenn ich jetzt mit dem Dorn aufweite, ne? Ich bilde mir ein, dass, wie gesagt, dadurch jetzt ich an einem Punkt bin, wo ich sage, ich kriege jetzt den Shoulder Bump, kriege ich jetzt zum Beispiel beim Full-Length-Kalibrieren, kriege ich jetzt hin, dass ich sage, ich habe eine Schwankung von insgesamt einem halben Tausendstel. Ne? Keine Ahnung, liegt doch vielleicht auch an anderen Gründen, vielleicht ich habe auch mal einen Messschieber manipuliert, aber nee, ich würde sagen, kann wirklich helfen. Ne? Wenn es euch nicht hilft, dann ist es wahrscheinlich was anderes, aber bei mir hat es geholfen. Genau. Genau, so viel dazu. Ne? Geht in euch, fühlt den Weg, den euer Pressenhebel macht. Nicht mit Gewalt einschlagen. Lasst im Prinzip den Hebel an einem gleichmäßigen Anschlag ankommen und gebt der Hülse in der Matrize ein bisschen Zeit, um zu fließen. So, das war Punkt 4. Jetzt kommt Punkt 5. Punkt 5 ist ein ganz toller kleiner Trick, der auch von den Six-Five Guys kommt, ne? Die guten alten Six-Five Guys. Und zwar der gute alte Trick, dass man unter seine Lockringe Gummiringe packt, ne? Und ich bin ein Riesenfan davon, wie man an meiner beeindruckenden Gummiringsammlung sieht, unterschiedliche Dicke und Farbe und etc. Ist eine geile Sache. Entschuldigung, ich muss gerade wieder zurückschieben. Grundsätzlich eine schöne Sache. Ich habe zum Beispiel hier, das ist jetzt einfach eine Entzündermatrize. Da ist deswegen schön. Das ist ja eh so ein bisschen ähnlich wie das, was Lee macht mit seinen Matrizen. Die haben das ja eingebaut quasi, aber es ist nicht das Gleiche. Also ich würde sagen, das, was ich jetzt sage, betrifft nicht Lee-Matrizen oder Lee-Lockringe, ne? Wobei ich kann sie, ich kann nicht, ich kann halt nicht sagen, dass es sie betrifft. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Es ist einfach ein Effekt, der mir aufgefallen ist, mit dem ich zu kämpfen hatte. Und es gibt einfach eine Situation, in der ich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ein Vorteil, den man dem ja zu redet oder dem man dem ja zuspricht, ist ja quasi, dass wenn ich das jetzt nicht ganz so feste mache, ne, ich mache das jetzt so ein bisschen, ziehe das so ein bisschen an, ne, dann hat die Matrize quasi noch so ein bisschen die Möglichkeit, sieht man das? Dann hat die noch so ein bisschen die Möglichkeit, sich im Gewinde auszurichten. Ne? Dann hat die so, zum Beispiel jetzt bei Setzmatrizen, ne? Dass die noch so ein kleines bisschen Spiel behält, aber durch den Gummiring und die Spannung, die der aufbringt, hier eigentlich trotzdem relativ fest in dem Gewinde gehalten wird. Ne? Also es passiert bei einer Setzmatrize oder bei einer Entzündermatrize jetzt relativ selten, dass die einem wandert mit Gummiring. Aber wo ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, wo diese Gummiringe einerseits natürlich echt fantastisch waren für meine Zwecke, andererseits aber ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist bei Kalibriermatrizen. Diese Gummiringe sind super, solange man Kraft in eine Richtung nur hat, ne? Und das heißt, wenn man nur Kraft nach oben hat, ne? Beim Entzündern Kraft nach oben, ne? Ich drücke das Zündhütchen raus. Beim Geschoss setzen Kraft nach oben, weil ich das Geschoss nach unten drücke. Zum Beispiel bei einem Aufweitdorn zum Beispiel auch wieder Kraft nach oben. Ich drücke den Dorn rein. Ja, gut, okay, danach habe ich dann auch ein bisschen Kraft nach unten. Ne? Aber die Matrize, wo ich wirklich Kraft nach unten habe, sind die Kalibriermatrizen.
Weil wenn die Hülse erstmal so richtig schön fest in der Kalibriermatrize steckt und ich die dann wieder runterziehe, dann habe ich oft den Effekt, dass dann dieser Gummiring leicht komprimiert wird. Ne? Dann geht die ganze Matrize so ein kleines bisschen, das ist dann meistens so ein kleiner Klack, den man wenn man den Hebel wieder hebt, dann hat man so ein leichtes Klacken. Ne? Weil die Matrize quasi leicht nach unten gezogen wird, die hat ja im Gewinde so ein bisschen Spiel. Ne? Wenn ich jetzt mal hier gucke, ne? Hat die im Gewinde ein bisschen Spiel. Ne? Der Gummiring sorgt quasi dafür, dass dieses Spiel nach oben hin rausgenommen wird, ne, quasi eliminiert wird. Wenn ich jetzt aber fester an dieser Hülse ziehe, dann ziehe ich quasi die Matrize wieder gegen den Gummiring nach unten in dem Gewinde. Und beim Kalibrieren sind diese Gummiringe halt so geil, weil man im Prinzip jetzt sagen kann, ich will das noch ein halbes Tausendstel weniger. Jetzt muss ich nicht erst den Lockring lösen, dann die Matrize ein bisschen reindrehen und dann den Lockring wieder festmachen und hoffen, dass ich beim Lösen und beim Festmachen von dem Lockring nicht die Matrize verstelle, sondern ich kann einfach sagen, ach, okay, ein halbes Tausendstel will ich mehr. So, ne? Also ich kann im Prinzip einfach mit ein bisschen Kraft kann ich jetzt quasi die Matrize hier drin noch relativ gut drehen. Ohne dass ich den Lockring nochmal los oder festmachen muss. Ne? Also so ein Feinverstellen ist halt geil. Ne? Das Problem ist aber, beim Runterziehen in dieser Situation, wo der Gummiring da quasi komprimiert wird, da entsteht eine Situation, wo im Prinzip die Matrize praktisch wieder kurz freies Spiel im Gewinde hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich mehrere Situationen hatte, in denen dann die Matrize ein bisschen gewandert ist. Ne? Weil das Gewinde hat ein bisschen Steigung. Die Matrize wird quasi runtergezogen im Gewinde und lässt sie wieder schnallt sie wieder hoch in das Gewinde. Und ich befürchte, dass da jedes Mal bei diesem Hochschnallen wieder die Matrize, ich sag mal, ein Tausendstel Millimeter wandert. Ne? Und nach 100 Hülsen sind es halt 100 Tausendstel Millimeter, also ein Zehntel, ne? Ein Zehntel Millimeter, glaube ich. Genau. Also von daher ist ein toller kleiner Hack, mit dem ich bisher eigentlich ganz gut gefahren bin. Ne? Vielleicht kommt jetzt demnächst die Erkenntnis, dass es Teufelszeug ist und nie wieder gemacht werden sollte. Aber bisher in vielen unkritischen Situationen bin ich damit gut gefahren. Setzmatrizen. Die Capper zum Beispiel auf weiter, ne? Meistens eigentlich kein Problem. Aber wenn ihr dieses Klacken habt, ne? Also wenn ihr quasi beim Heben, gerade bei einer Mehrstationenpresse, ne? Das ist ja zum Beispiel wenn ihr beim Heben vom Hebel bei einer Mehrstationenpresse diesen leichten Klacken habt, wenn die Hülse sich quasi aus irgendeiner Matrize löst, sei es die Aufweitmatrize oder sei es die Kalibriermatrize. Dann tut euch den Gefallen, nehmt den Gummiring da raus. Dieses Klacken sollte auf keinen Fall sein, in dieser Konstellation. Gut. 5 Punkte. Wie versprochen, kein Clickbait. Hä? Und ich hoffe, ich habe versucht, das alles gut zu erklären. Ich hoffe, das ein oder andere habe ich so ein bisschen rüberbringen können und vielleicht so ein paar Denkanstöße geben können. Nehmt es mir nicht übel, wenn es euch vielleicht gegen den Strich geht, dann, wie gesagt, vielleicht irre ich mich ja und vielleicht werde ich demnächst die drei Missverständnisse, die keine Missverständnisse waren, als Video machen. Aktuell entspricht das aber jetzt meinem Wissensstand, auch dem, was ich, das sind jetzt auch alles Dinge, die ich selber, ich sag mal, erleben oder ausprobieren konnte. Sie haben mir zumindest geholfen. Und deswegen kann ich diese guten Gewissens so teilen. Würde mich über Feedback freuen. Und ja, und was ich auch noch sagen, ich sehr gefreut ist, ich habe jetzt 1000 Subscriber. Dazu muss ich auch noch mal ein Video machen, aber heute ist nicht das Video. Freue ich mich sehr drüber. Also freue mich immer wieder über das Feedback. Ja, also dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Zuschauern. Ich hoffe, das Video ist angekommen und freue mich über eure Beiträge zu dem Thema und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.